Moin, ich bin François von Naturwegweiser und in dem heutigen Video geht es um Sägetechniken, eine Messertechnik und eine Axttechnik. Aber wir machen genau das Gegenteil, wie eigentlich diese Werkzeuge vorgesehen sind, mit denen zu arbeiten. Und an drei Beispielen zeige ich euch, dass es einfach besser funktioniert. Wenn ihr Interesse habt an einem Outdoor-Abenteuer in der Hamburger Region, was speziell entwickelt wurde für Unternehmen und wo das Augenmerk auf Teambuilding gesetzt wurde, dann guckt euch mal die Homepage www.naturwegweiser.com an. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Alle Werkzeuge, die ich hier verwende, also die Axt, die Säge und das Messer, verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Also lasst uns loslegen. Fangen wir mit der Messertechnik an. Und zwar, wir haben einen Stab, den möchten wir von der Rinde entfernen, zum Beispiel, um bei der Nahrungsmittelzubereitung so einen Schaschlikspieß zu machen oder so. Was man normalerweise machen würde, ist, man würde sich das Messer nehmen und so die Rinde abschaben. Also man würde das Messer bewegen. Da gibt es eine bessere Variante. Und zwar, was man einfach macht, ist, man nimmt sich das Messer. Haut sich das in den Stamm rein. Und was wir jetzt machen, jetzt bewegen wir nicht das Messer, sondern den Stab. Und wir sehen, wir können da extrem schnell einen kompletten Stab von die Rinde entfernen. Also die Reverse-Technik, wir bewegen nicht das Werkzeug, sondern das Werkzeug bleibt statisch. Zweite Variante ist, dass wir uns, wir haben eine Säge und wir möchten so einen kleinen Stab zersägen. Also wir hätten dann irgendwie eine harte Unterlage und würden so sägen. Das funktioniert bei kleinen Stäben ziemlich schlecht. Da ist es auch einfach besser, dass man sich die Säge einfach, umdreht. Und jetzt bewegen wir wieder, die Säge bleibt statisch und bewegen das Schneidegut sozusagen, also den Stab. Wichtig ist, dass das gut funktioniert, ist gar nicht so Druck auf das Sägeblatt zu geben. Wir bewegen einfach nur ganz leicht vor und zurück und die Säge macht den Rest. Funktioniert optimal. Jetzt so die dritte Variante ist mit der Axt. Also da müssen wir uns mal so ein bisschen gucken, dass wir uns eine harte Unterlage schaffen. Weil, also wir sagen einfach, wir möchten auch feineres Anzündmaterial herstellen. Und wenn wir jetzt kleine Sachen zum Spalten haben, ist das schwierig, das mit der Axt zu treffen. Und ja, da haut man oft daneben. Da ist auch eine andere Variante, ist, dass wir die Axt einfach umdrehen. Also wir drehen die Axt einfach um und jetzt ist es wichtig, dass wir uns eine harte Unterlage haben, weil wir jetzt von oben auf die Axt raufschlagen werden und sonst versinkt einfach die Axt in der Erde. So, wir gehen jetzt einfach davon aus, den wollen wir weiter spalten. Genau das passiert, was ich nicht wollte, dass die Axt in den Boden geht. Und da sieht man, wie einfach das dann geht. Kann man ganz feines Anzündmaterial machen. Also auch hier wieder bewegen wir nicht die Axt, sondern das Holzstück. Viel Spaß beim Nachmachen.